Als Referenten, wichtigste Person des Abends, begrüße ich Herrn Verhaag von der Firma Floragard, der sich seit seinem Studium intensiv mit dem Thema Pflanzenernährung auseinandersetzt. Und bezeichnender Satz von Ihnen, den ich jetzt hier einfach mal sagen darf, war in Vorgesprächen: Ich wollte schon immer zu einem Dünger- oder Erdenproduzenten hin, und das fand ich schon sehr bezeichnend dafür, dass er wirklich für seine Sache so sehr brennt. Wir haben uns dann auch entschieden, nochmal auf das Thema Torf einzugehen, ganz sachlich, ganz neutral, weil es immer gerade im professionellen Gartenbaubereich einfach noch der wichtigste Ausgangsstoff ist. Der Abbau ist umstritten, der Abbau steuert auch auf ein Ende zu, und gerade bei der Firma Floragard ist man mit Hochdruck dabei, nach Alternativen zu suchen. Darauf werden wir auch später noch eingehen, beziehungsweise Herr Verhaag wird das tun. Und jeder hat natürlich auch die Möglichkeit zu entscheiden, möchte er noch Torf in seinem Substrat haben oder lieber nicht. Das einfach nur kurz vorweg. Ungefähr eine Dreiviertelstunde haben wir geplant für den Vortrag. Danach werden wir dann gebündelt Ihre Fragen beantworten. Kleine Bitte vielleicht, bevor Sie die Frage in den Chat stellen, warten Sie ruhig vielleicht 2, 3 Minuten. Meistens ist es so, dass die Frage von selbst dann auch noch innerhalb des Vortrages beantwortet wird und meine Kollegin Frau Richter dann nicht zu sehr ins Schwimmen kommt. Das wäre nett. Herr Verhaag, ich gebe einfach an Sie ab. Wir müssen Ihr Mikrofon noch aktivieren, Habe ich genau. gemacht, ja. Und wünsche allen Teilnehmern erstmal viel Spaß bei dem kommenden Vortrag. So jetzt. Ja, meine sehr verehrten Gartenfreunde, liebe Gartenfreundinnen und Gartenfreunde, ich freue mich sehr über das rege Interesse an meinem Vortrag, das Geheimnis guter Erde. Mein Name ist Andreas Verhaag. Ich will mich kurz vorstellen. Ich bin Diplom-Ingenieur FH, habe an der Fachhochschule Bayern-Stefan im Gartenbau studiert, wie Herr Keller gerade schon gesagt hat, mit dem primären Ziel Pflanzenernährung, in die Richtung der Pflanzenernährung zu arbeiten. Bevor ich studiert habe, muss ich sagen, habe ich eine Lehre gemacht zum Zierpflanzengärtner, Fachrichtung Acerca. Und ja, bin jetzt so seit fast 10 Jahren bei der Firma Floragard beschäftigt. Ich habe im September 2012 hier angefangen, damals ja über ein Trainee, um zu gucken, ja, wie passe ich in das Unternehmen, passe ich mehr Richtung Fachberatung oder passe ich mehr Richtung Vertrieb. Dann hat sich relativ schnell herausgestellt, dass es doch dann die Fachberatung ist. Ja, und meine Aufgabengebiete sind mittlerweile Forschung und Entwicklung, Qualitätsmanagement. Ich berate Kunden im In- und Ausland. Ich berate meine Kollegen im In- und Ausland. Wir erstellen Warendeklarationen und ja, wir machen Rezepturprüfung, was eigentlich ja, eher für den Profigartenbau wichtig ist. Springe ich weiter. Jetzt ein paar Zahlen und Fakten zur Firma Floragard. Wir wurden im Jahre 1919 gegründet, damals am 21. Mai als Torfstreuverband, einfach mit dem Hintergrund, man wusste nicht so genau, was man mit dem ganzen Weißtorf machen sollte und hat ihn damals als, ja, Torf oder Einstreu für Viecher verkauft. Irgendwann sind wir dann Richtung Oldenburg gezogen, weil hier auch die ganzen Werke waren und haben die zentrale Nummer jetzt hier in Oldenburg. Wir haben circa 100 Mitarbeiter, davon 70 in der Zentrale, 19 Gesellschafterwerke, 18 Partnerwerke und mittlerweile haben wir eine Rezepturdatenbank von sage und schreibe über 6.000 Rezepturen. Unser Absatz ist ungefähr 57% in Deutschland, 43% Export. Verkauf, Hobby und Profi gibt sich etwa die Waage mit 45 bzw. 55 im Profibereich und das meiste exportieren wir innerhalb Europas und zwar 90%. Nun sehen wir mal ein paar zwei Fotos aus unserem Versuchsgewächshaus. Man sieht, wir haben hier größere Tische. Wir haben einmal einen Ebbe-Flut-Rinnentisch, einen ja, Fließmattentisch und einen Anstautisch, in dem wir unsere Versuche machen. Also wir machen Versuche mit Zierpflanzen, mit Gemüse, Kräutern oder ähnliches. Was wir testen, sind neue Substratrezepturen. Also Rezepturen heißt, Alternativen zu Torf zu finden, Torf reduziert, torffrei, das muss alles zusammenpassen und deswegen werden verschiedenste Mischungen dann ja entwickelt. Man topft die Pflanzen da rein. Die Pflanzen stehen ja hier, wie gesagt, auf den Tischen und man muss immer gucken, dass
von links nach rechts quasi ist immer eine Variante. Die werden auf dem Tisch verteilt, durchkultiviert. Ja, und am Ende werden die Frischgewichte erhoben. Das heißt, man schneidet die Pflanzen kurz über dem Boden ab, misst ihr Gewicht und kann dann natürlich schlussfolgern, welche Pflanzen sich am besten entwickelt haben, sind natürlich die schwersten. Bevor wir solche größeren Tests machen, machen wir in kleineren Stile Tests mit Chinakohl. Chinakohl ist eine Pflanze, die besonders empfindlich auf pflanzenschädigende Stoffe reagiert und ist deswegen für uns ein Vorindikator. Ja, was wir neben Substratrezepturen noch testen, sind ja diverse Dünger, reden wir jetzt vom Biobereich oder auch mineralische Ersatzdünger. Wir vergleichen uns mit dem Wettbewerb und wir überprüfen natürlich unsere Ausgangsstoffe und Zusätze auf Unkraut. Neben dem Versuchsgewächshaus noch wichtig für Forschung und Entwicklung beziehungsweise für Qualitätsmanagement ist unser hauseigenes Labor. Hier führen wir Substrat, Struktur und auch Gießwasseranalysen durch. Wir überprüfen die Zusammensetzung unserer Erden und wir bestimmen die Füllmenge. Kommen wir noch mal zu der Füllmenge. Ich nenne es den Mythos Füllmenge. Oft bekomme ich gerade von Kunden den Hinweis, gucken Sie mal hier, das kann ja nicht stimmen. Der Sack ist nur so hoch, so lang und so breit, das sind ja nie so und so viele Liter. Da muss ich Ihnen sagen, das ist falsch. Weil die Füllmenge bezieht sich immer auf den Zeitpunkt vor dem Walzen. Die Erden werden gefüllt, die Tüten werden verschlossen und damit die eben vernünftig palettiert werden, wird das Ganze gewalzt, sodass die Erde nicht mehr das Ursprungsvolumen hat, sondern ja, ich sage mal ein verdichtetes Volumen. Es gibt ein Verfahren, mit dem man sowas misst. Das können Sie gerne auf unserer Homepage nachverfolgen oder ich kann es auch später nochmal erklären. So, wie gesagt, wenn Sie Fragen haben, wenn ich Fragen entwickeln sollen, wenn ich irgendein Fremdwort benutze, was Sie vielleicht nicht kennen, schreiben Sie sich das ruhig auf und stellen Sie die Frage einfach am Ende. So, Anforderungen an eine gute Blumenerde. Da habe ich jetzt mal vier Punkte. Und zwar gibt es da die chemischen, die physikalischen, die biologischen und sonstige Eigenschaften. Wichtig für uns und gut einzustellen sind die chemischen pH-Werte. Der Mischmaster bei uns im Erdenwerk, der mischt die Komponenten so zusammen, dass sie eben eine gute Rezeptur ergibt. Anforderungen, ein günstiger pH-Wert. In der Regel liegt der zwischen 5 und 6. Spezialgebiet ist natürlich der Morbidpflanzenbereich. Hier sollten die pH-Werte etwas niedriger liegen. Günstig sind auch immer niedrige Salzgehalte und günstige Nährstoffgehalte. Das heißt, viel Stickstoff, mäßig Phosphat und mäßig Kalium, Ballastsalze wenn möglich gar nicht. Und was auch noch gut ist, wenn die Erde eine gute Nährstoff- und pH-Profond aufweist. Physikalische Eigenschaften ist ein weiterer wichtiger Punkt. Blumenerden oder auch Kultursubstrate sollten eine möglichst hohe und gleichzeitig eine hohe Luft- und Wasserkapazität haben. Sie sollten strukturstabil sein, das heißt, die Zersetzung sollte nicht schon seit danach ein paar Wochen einsetzen, sondern möglichst lange andauern. Dann ist wichtig eine gute Wiederbenetzbarkeit. Wenn Sie zum Beispiel Ihre Pflanzen oder Ihre Substrate mal haben abtrocknen lassen und dann gießen wollen, haben Sie vielleicht schon mal einige Male festgestellt, das Wasser wird einfach nicht vernünftig aufgenommen werden. Das sollte gegeben sein, deswegen eine gute Wiederbenetzbarkeit. Dann ist noch wichtig, dass das Ganze eine gute Kapillarität aufweist. Kapillarität meint eben Wasser von unten nach oben transportieren. Ich gieße von unten die Pflanze und das Wasser wird trotzdem nach oben gezogen. Das ist mit Kapillarität gemeint. Biologische Eigenschaften ist, dass es mit wenig mikrobiell belebt ist, das heißt, sich auch gering bis wenig zersetzt, dass es frei von Unkraut, Schädlingen und Krankheitserregern ist. Weitere wichtige Punkte ist eine gute Lagerfähigkeit. Lagerfähigkeit gehe ich gleich nochmal ein. Es sollte homogen sein, also gleichbleibende Qualität besitzen. Dann sollte es natürlich immer verfügbar sein und vor allen Dingen nachhaltig. So, was gibt es für Qualitätsunterschiede bei Blumenerden? Da muss man bei torfbasierten Blumenerden erstmal sagen, ja, die Torfqualität. Wie ist denn das Weißtorf- und Schwarztorfverhältnis? Ich gehe gleich darauf ein, wo der Unterschied zwischen den Qualitäten sind. Wo ist die Herkunft? Ist es baltischer Torf? Ist es norddeutscher Torf? Wie wurde der gewonnen? Im Sodenverfahren oder vielleicht im Fräsverfahren? Auch das hat Einfluss auf physikalische Eigenschaften. Wie ist die Wasser- und Luftkapazität dieses Gemisches? Ist der Faseranteil auch gering?
wie stark ist der Unkrautbesatz? Dann gibt es auch die weiteren Ausgangsstoffe, die wir natürlich haben. Das sind zum Beispiel die Holzfasern. Die Holzfaser beispielsweise sollte eine geringe Stickstoffimmobilisierung aufweisen. Das heißt, ja, bei der Zersetzung, der natürlich bedingten Zersetzung der Holzfaser durch Mikroorganismen, wird von den Mikroorganismen Stickstoff benötigt, der quasi der Pflanze entzogen wird. Das soll möglichst gering sein. Deswegen sind unsere Holzfasern auch mit einem organischen Stickstoffdünger aufgedüngt. Außerdem hat die Holzfaser eine hohe Neigung zur Verpilzung. Auch die sollte, wenn möglich, gering sein. Dann ein weiterer Ausgangsstoff, wie zum Beispiel das Kokosmark, vielleicht bekannt, sollte auf jeden Fall in gewaschener Qualität vorliegen und einen hohen Gehalt an organischer Substanz aufweisen. Grünschnittkompass, auch jedem bekannt, sollte mindestens Rottegrad 5 haben und geringe Salz- und pH-Werte haben. Rindenhumus, auch hier ist es wichtig, dass er einen geringen Salzgehalt aufweist und auch eine geringe Stickstofffixierung. Perlite, vielleicht auch bekannt, sieht ähnlich aus wie Styropor, gehe ich gleich darauf ein, sollte nicht das sein, was für den Baubereich verwendet wird, sondern speziell extra für den Gartenbau vorgesehen ist, Perlite, weil dieses eben nicht mit chemischen Formaldehyden oder ähnlich behandelt ist. Können Sie da an dieser Stelle vielleicht noch einmal das mit dem Rottegrad und der Stickstoffimmobilisierung erklären? Ja, also der Rottegrad ist, also während der Kompostierung wird ja organische Substanz oder das Material abgebaut durch Mikroorganismen und der Mineralstoffgehalt steigt. Das kann man über die Temperatur feststellen. Ich bin jetzt kein Kompostspezialist, aber es gibt halt Temperaturvorläufe, die müssen mindestens aufgewiesen sein, auch damit Krankheitserreger und Unkrautsamen oder ähnliches kaputt gehen von der Hitze der Zersetzung. Und das kann man über den Rottegrad feststellen. Das geht über Wochen und Temperaturen kann man das messen. Stickstofffixierung ist eben, wenn das Material schon gut verrottet ist, kann es eben zu keiner weiteren oder nicht so stark zur Stickstofffixierung kommen. Okay? So, wie kann man denn Blumenerden einteilen? Ich habe mir mal überlegt, man kann Blumenerden in zwei Kategorien einteilen. Einmal hinsichtlich der verwendeten Ausgangsstoffe, und zwar torfhaltig, 100% Torf, Torf reduziert, mindestens 90% Torf und torffrei, komplett ohne Torf. Und dann kann man noch Blumenerden einteilen in konventionell und biologisch. Und das kann man am ehesten, sage ich wohlgemerkt, über den verwendeten Stickstoffdünger festmachen, denn konventioneller Gartenbau erlaubt synthetisch-mineralisch hergestellte Stickstoffdünger. Im biologischen Gartenbau sind eben nur organisch-mineralische und hier auch teilweise mineralische Dünger erlaubt, wenn sie denn nicht synthetisch hergestellt oder chemisch irgendwie besonders aufbereitet ist. Hier greifen auch wieder unterschiedliche Statuten der verschiedenen Verbände. Wir haben hier mal ein paar aufgelistet. Der strengste Verband nationaler Ebene ist eben der Demeter-Verband. Und die einfachste Form zum Beispiel ist EU-Bio. Hier kann ich zum Beispiel 100% Torf einsetzen, trotzdem ist das Ganze Bio. Also es ist ein Irrglaube, dass eine Bioerde immer torffrei sein muss. Nein, eine Bioerde kann 100% Torf enthalten und eine konventionelle Erde kann 100% torffrei sein. Auch gibt es hier Unterschiede bei den Verbänden hinsichtlich der Verwendung. Beispielsweise erlauben die meisten Verbände mehr Torf bei Anzuchtsubstraten oder Anzuchterden, weil sie eben wissen, dass eine Anzucht in torffreien Erden schwieriger wird, wegen der Salzgehalte, die Stecklingsbewurzelung wird schlechter, die Keimung wird erschwert und deswegen erlauben die hier, unterscheiden hier zwischen Topfen und Anzucht. So, jetzt kommen wir zur Herausforderung. Ich habe es mal Herausforderungen von Blumenerden genannt, weil es immer wieder, Dinge gibt, die passieren mit Blumenerden, wo jeder sagt, oh, schlechte Qualität und das geht ja gar nicht. Aber dass das vielleicht natürlich ist und dass das natürlich ein Ursprungs auch ist, das will ich kurz erklären. Hier zum Beispiel die Trauermücke. Vielleicht kennt sie jeder, ist ziemlich lästig. Die Trauermücke hat drei Zyklen. Einmal das Eistadium, das Larvenstadium und dann die adulte Fliege, wie man sagt. Und es ist so, dass die adulte Fliege eben ihre Eier ganz gerne in modrig riechenden, organisch basierten
Medien ablegt, weil die auch bei der Zersetzung ja, Gase abgeben. Die nehmen wir gar nicht wahr. Die sind aber besonders attraktiv eben für diese Trauermücke. Und auch die Pilze, die in diesen Medien herrschen, die quasi auch diese Materie zersetzen, da ernährt sich die Larve von. Und nur die Larve ist eigentlich der Schädling. Sie ernährt sich unter anderem nämlich auch von den Pflanzenwurzeln. Und häufig kommt da die Frage, ja, ist die Besiedlung eigentlich, kommt das durch die Erde? Da muss ich sagen, in gewisser Weise ja, aber die Besiedlung findet meistens erst im Gartencenter statt oder beim Kunden selber. Warum im Gartencenter? Im Gartencenter wird die Ware eben oft mit in der Nähe von Pflanzen präsentiert. Und aus diesen Pflanzen kommen die Fliegen raus und die können ihre Eier dann in die kleinen Luftlöcher, wenn Sie mal sich so einen Blumenerdensack angeguckt haben, der muss ja nach dem Füllen gewalzt werden, wie ich schon gesagt habe, muss die Luft ja entweichen. Da sind so kleine Löcher. Da kann die Trauermücke eben ihre Eier ablegen und dann können sie sich da vermehren. Viel wahrscheinlicher ist aber eine Besiedlung beim Kunden selber. Was kann ich dagegen tun, gegen die Trauermücke? Ja, ich muss versuchen, dass ich irgendwie den Zyklus unterbinde. Das kann ich einmal machen, indem ich hier solche Gelbtafeln aufhänge, weil wenn die an dieser Gelbtafel hängt, kann die keine weiteren Eier ablegen. Wenn möglich, soll ich sowieso immer Pflanzen möglichst trocken halten, dann wird die Eiablage beschwert. Ich kann beispielsweise die Oberfläche abstreuen, wenn ich größere Töpfe habe mit Sand oder Bims oder Kies, sodass die Eiablage erschwert wird. Ich kann biologischen Pflanzenschutz betreiben, beispielsweise über Nematoden. Oder was, wenn es sein muss, kann ich auch die chemische Keule, wie man so schön sagt, walten lassen. Da gibt es diverse Produkte, auch in jedem Gartencenter für den Laien. Dann gibt es noch eine zweite Erscheinung, die eigentlich auch häufiger mal eintritt, aber nicht zwangsläufig auf schlechte Qualität hindeuten muss. Das ist die Verpilzung. Die kann einmal beim Öffnen des Sackes passieren. Also ich öffne den Sack und ich sehe direkt den Schimmel. Oder auch während der Kultur. Ich habe hier mal ein paar aufgezeigt. Ja, es ist so, dass der reine Torf an sich für Pilzsporen nicht interessant ist, weil er findet da keine Grundlage. Der ist sauer, der ist nährstoffarm, kann er sich nicht entwickeln. Erst wenn Dünger oder Kalk hinzukommen oder ich das mit anderen Stoffen mische, wie Kompost, Rindenhumus oder ähnliches, die liefern dann wieder Nährstoffe und die Attraktivität steigt wieder. Die Spore keimt, die Spore bildet Hyphen aus, Myzel aus, breitet sich gerne aus. Ja, das ist ein natürlicher Prozess. Warum? Weil die Pilze eigentlich die in der organischen Substanz befindlichen Nährstoffe wieder zurückführen, eigentlich in den Nährstoffkreislauf. Also ist ein natürlicher Prozess. Sieht nicht schön aus, gebe ich gerne zu, ist aber nun mal auch wirklich was Natürliches. Wie kann ich Abhilfe schaffen? Ja, ich muss gucken, dass da möglichst viel Luft dran kommt. Wenn das im Sack beispielsweise die Verpilzung schon eingetreten ist, würde ich Ihnen empfehlen, das vielleicht in eine Wanne zu legen, das gut aufzulockern. Wenn das bereits, wie man hier sehen kann, in der Kultur ist, da muss man gucken, dass man möglichst die Pflanzen von unten erstmal eine Zeit lang gießt und gar nicht erst weitere Feuchtigkeit an den Pilz lässt, weil dann kann er sich weiter ausbreiten. Und nochmal der Hinweis, das habe ich öfters gelesen im Internet, dass man die Erde in den Backofen stecken soll. Machen Sie das bitte nicht, weil das ist kontraproduktiv. Da machen Sie jegliches Bodenleben kaputt und auch die Gegenspieler, die eigentlich diese Pilze verdrängen. Und die Krux des Ganzen ist, sie hätten noch eine wesentlich stärkere Verpilzung, als wenn sie das nicht machen würden. Ist denn diese Verpilzung gefährlich? Die Verpilzung ist weder für die Pflanze gefährlich, sie kann natürlich Atemreizung hervorrufen, wenn sie extrem ist oder bei extrem empfindlichen Menschen, sage ich jetzt mal. Ne? Aber das sind saprophytische Pilze, die wirklich nur totes organisches Material zersetzen und keine Pflanze befallen. Ich sage mal, wenn sich das extrem ausbreitet, das kann dann zum Beispiel zu einer Sperrschicht für Wasser führen, dass das eben kein Wasser mehr durchlässt und sogar der Erde Wasser entzieht und auch der Pflanze oder mit der Pflanze um Nährstoffe konkurriert. Aber es ist weder humanpathogen, also nicht gefährlich für den Menschen, noch gefährlich für phytopathogen, also für die Pflanze. Okay, danke. Na, jetzt kommen wir zum Stickstoffmangel. Stickstoffmangel, vielleicht auch alle schon mal gesehen, wenn Sie Ihre Pflanzen getopft haben, in eine Erde, die entweder schon ausgelaugt war, möglicherweise, weil sie zu lange oder auch falsch im Markt gelagert war. Das kann vorkommen. Ja, zum Zeitpunkt der Produktion war alles in Ordnung, aber während der Lagerung, das wissen wir, verändern sich die Nährstoffgehalte. Vor allem der Stickstoff, der wesentlich für die Pflanze ist, der geht zurück und äußert sich nachher in so einem Gelbton, sage ich jetzt mal. Ne? Das kann sein, also falsch und zu lange gelagert, also überlagert. Oder
Ich habe mir eine Blumenerde gekauft, die stark torfreduziert ist, möglicherweise torffrei. Und dann muss ich eben wissen, dass alle Ausgangsstoffe oder die meisten Ausgangsstoffe und Zusätze außer Torf halt stark mikrobiell belebt ist. Und dann kommt es wieder bei der Zersetzung eben zu dieser Stickstoffimmobilisierung, dass eben ja, der Stickstoff entzogen wird durch die Mikroorganismen bei der Zersetzung dieser Stoffe. So, oder die Ware ist organisch aufgedüngt und möglicherweise ist der Stickstoff noch gar nicht ja, freigesetzt worden. So, was kann ich tun? Ich muss möglichst gucken, dass ich frische Ware bekomme und das kann ich zumindest grob abschätzen, indem ich mir einfach mal angucke, wie ist denn die Ware im Markt gelagert? Sind die Folien vielleicht schon verblichen und spröde? Dann ist das ja ein Zeichen, dass das da schon was länger liegt. Dann sollte ich die Finger davon lassen. Ich kann mir möglicherweise mal die Warendeklaration angucken. Ne? Dann sehe ich schon die Nährstoffgehalte, sind die eher schwach aufgedüngt oder stärker aufgedüngt? Dann kann ich das Ganze ein bisschen einschätzen. Was ich auch machen kann, natürlich sollte ich möglichst frühzeitig mit dem Nachdüngen anfangen und dann ist es immer besser, wenig, aber häufig nachzudüngen, also öfters in geringen Konzentrationen als selten in höheren Konzentrationen, um eben den Salzstress ein bisschen zu reduzieren. Ein weiteres Problem ist der Eisenmangel. Vielleicht haben wir das alle schon mal gesehen, gerade wenn wir Zitruspflanzenliebhaber unter uns haben, die sind da besonders oder jetzt komme ich auf den Namen. Egal. Die kriegen öfters einen Eisenmangel und das äußert sich so, dass eben die Blattfläche an sich, die wird hellgrün, aber die Blattadern, die bleiben dunkelgrün. Ja, und Ursache für einen Eisenmangel ist in der Regel zu hohe pH-Werte. Denn man muss wissen, ich gehe dieses Mal nicht darauf ein, ich wollte ursprünglich darauf eingehen, aber ich habe das gekürzt, weil der Kollege morgen ja die Düngung macht, dass Nährstoffe je nach pH-Wert unterschiedlich gut verfügbar ist. Und Eisen gehört eben zu den Nährstoffen, die eben bei saureren pH-Werten oder niedrigeren pH-Werten etwas besser verfügbar sind. Nun ist es so, dass gerade bei torffreien Erden alle Ausgangsstoffe und Zusätze im pH-Wert viel zu hoch sind und dementsprechend eine Eisenaufnahme erschwert wird. Das kann ich jetzt tun. Ja, ich kann versuchen, die pH-Werte etwas runterzubekommen. Und da hilft immer ganz gut, wenn man mit weichem Wasser gießt, entweder Regenwasser, was besonders weich ist, oder halt weiches Stadtwasser. Und so sollte sich der pH-Wert peu à peu leicht senken. Das kann helfen. Dann kann natürlich helfen, dass ich mir eisenhaltige Dünger besorge. Oder was noch besser hilft, ich weiß jetzt nicht, ob es das im Hobbybereich gibt, aber ich weiß, dass es ja Eisenchelatdünger sind. Die kann man auch gut übers Blatt geben, sodass man unabhängig vom Boden ist. Noch eine Geschichte, die immer wieder passiert, Verunreinigung. Hier ist es besonders ja Plastik oder Glas, was in Blumenerden auftreten kann, was natürlich auch absolut falsch oder schlecht ist und was aber ja, schwierig zu handhaben ist. Denn die ganzen Fremdstoffe, die kommen in der Regel aus dem Kompost. Und ja, wenn man sich vorstellt oder mal überlegt, wie wird Kompost dann hergestellt? Das ist ja in der Regel Grasschnitt, Strauchschnitt aus öffentlichen Parkanlagen, Straßenbegleitgrün manchmal, Privatgärten, wird dann im Kompostwerk natürlich gesammelt, wird weitestgehend ja ausgesiebt, wird sortiert, aber es rutscht immer wieder was durch, sodass auch die Bundesgütegemeinschaft für Kompost das weiß und auch gesagt hat, okay, pass auf, es können bis zu 0,5 Gewichtsprozent an Fremdstoffen theoretisch drin sein. Das ist noch ein Grenzwert, sage ich mal, weil es einfach schwierig wird, das komplett auszuschließen. Und jetzt mit dem zunehmenden Torfersatz, auch zunehmenden Komposteinsatz, gehen natürlich auch die Kompostqualitäten zurück und die Verfügbarkeit guter Kompostqualität zurück, sodass ich aus meiner Sicht sagen muss, dass ich immer die Gefahr sehe, dass das tendenziell steigen kann sogar. Ne, also das ist schon nicht unschön. Ja, was noch oft vorkommt, sind unangenehme Gerüche. Zum Beispiel in Bioerden kommt das oft vor. Oder wenn Ware falsch gelagert wurde. Ich sage draußen im Freien erst tierisch eingenässt, dann knallt da die Sonne drauf. Ja, und dann fangen die Mikroorganismen an zu arbeiten. Ja, und es entstehen halt unter anaeroben Bedingungen Stoffe, Gase, die wir als unangenehm empfinden. Aber auch hier natürlicher Prozess.
Und wie kann ich auch hier Abhilfe schaffen? Eben indem ich die Erde versuche aufzulockern. Die Erde muss vernünftig abtrocknen und auch dann sollte sich der Geruch verflüchtigen. Auch kann der Geruch natürlich durch die organische Dünger kommen, weil organische Dünger, da muss der Stickstoff über Ammoniak in Ammonium und so weiter überführt werden und das riechen wir eben. Das ist, oder Schwefelverbindungen, die entstehen. Das ist alles natürlich, lässt sich nicht immer vermeiden. So, dann haben wir noch ein weiteres Problem, das müssten wir uns dann ankreiden, denn wenn Unkräuter auflaufen in Blumenerden und massivst auflaufen in Blumenerden, ist das schlecht. Gerade deswegen gehen wir regelmäßig hin, wir fahren in unsere Werke, wir beproben die Rohstoffe, den Torf, und dann gehe ich hin in unserem Versuchsgewächshaus, kalke die auf und dünge die auf, dass da auch wirklich was drin wachsen kann. Da werden die in Schalen gefüllt, das Volumen ist immer 3,3 Liter, weil das hat mit der Schalengröße zu tun. Nach 4 bis 5 Wochen schaue ich mir dann an, ja, wie viele Unkräuter sind gekeimt und welche Unkräuter sind gekeimt. Sind das moortypische, sind das nicht moortypische? Ist auch wichtig. Vor allen Dingen wichtig für uns, für die Zuordnung in Torfqualitäten. Hier mal so ein kleines Beispiel, wie sich so eine Blumenerde zusammensetzt, ist ganz witzig gemacht. Wir haben hier einmal den volumenbringenden Stoff. Das sieht mir hier nach Hochmoortorf aus. Wir haben hier einen, ja, umhüllten Langzeitdünger, das könnte gekörnter Kalk sein, dann haben wir hier Mineraldünger und das sieht nach BIMS aus. Ne? Also wir haben Ausgangsstoffe und Zusätze, die eben dann in Kombination eine Erde ergeben. So, was gibt es denn für Ausgangsstoffe und Zusätze? Ich nehme mal nur die wichtigsten und zwar sind das bei uns immer noch die organischen. Das ist der Hochmoortorf, der sich gliedert in Schwarz- und Weißtorf. Der Grünschnittkompost, Rindenhumus, Holzfasern, die Kokosprodukte. Bei den mineralischen habe ich jetzt mal nur das per Liter aufgeschrieben. Als Volumenbringer Sand und Ton sind sogenannte Additive, die eben einfach nur dazu da sind, um die physikalischen Eigenschaften oder auch teilweise ein bisschen chemische Eigenschaften zu verbessern. Im Bereich Dünger haben wir natürlich unseren Profidünger. Ich stelle ihn gleich nochmal vor. Es gibt aber auch einfache N2P2K-Dünger, also diesen 12-12-17. Spurnährstoffdünger in verschiedensten Kombinationen. Langzeitdünger mit verschiedensten Laufzeiten. Dann gibt es natürlich im Biobereich die organischen bzw. die organisch-mineralischen Dünger. Sogenannte Zusätze sind Netzmittel und Hydrogele. Netzmittel sind eben dafür da, dass die Erden, auch wenn sie stark ausgetrocknet sind, immer noch Wasser aufnehmen, indem sie eben die Oberflächenspannung des Wassers brechen. Hydrogele sind eher dazu da, um Wasser zu speichern. Und immer größerer Trend, nützliche Mikroorganismen hinzuzumischen. Das sind entweder lebende Pilze, Symbionten für Pflanzen oder Bakterien, die eben das Bodenleben verbessern und Wasser- und Nährstoffaufnahme der Pflanzen verbessern sollen und Ähnliches. So, dann die Eigenschaften von Hochmoortorf will ich kurz erklären. Beim Hochmoortorf haben wir den Weißtorf, der weniger stark zersetzt ist. In einem Hochmoor darf man sich das so vorstellen, dass eben man hat, das ist kuppelförmig aufgebaut. Erst kommt der Weißtorf und es wird, je tiefer man geht, natürlich, je älter ist die Materie und je dunkler und so stärker zersetzt ist die auch. Ne? Also der ist ja stärker zersetzt, der Hochmoortorf. Weißtorf kann sowohl im Soden- als auch im Fräsverfahren gewonnen werden. Das bringt viele Vorteile, weil ich kann hier unterschiedliche Strukturen einstellen. Ich habe das mal als hohe Strukturvielfalt eingeschränkt. Der Schwarztorf, der wird anders gewonnen. Das heißt, es ist so, dass der im Spätherbst, ja, mit einem Bagger großflächig ausgebreitet wird, damit eben, ja, man nennt das eine Frostsprengung passieren kann. Ne? Der Frost soll wirklich tief in den Torf eindringen, ja, soll das Wasser sorgen dafür, dass das Wasser gefriert. Und was passiert denn, wenn Wasser gefriert? Ja, es dehnt sich aus. Die Zellen platzen auf und wir haben eine größere Oberfläche. Und das bringt die super Eigenschaft, dass eben der Schwarztorf eine super Wasserkapazität hat. So, dafür hat er aber nur feine Strukturen möglich. Und was noch günstig ist, hat eine hohe Pufferkapazität. Der Weißtorf hat den Nachteil, dass er schlecht wiederbenetzbar ist. Also Weißtorf, stark ausgetrockneter Weißtorf, nimmt eben nur schlecht Wasser wieder an. Es sei denn, man würde ein Netzmittel oder ein ähnliches Tensit hinzufügen. Dann ein noch
ja, immer zunehmender wichtiger Ausgangsstoff ist das, sind die Kokosprodukte. Die Kokosprodukte werden alle aus dem Mesokarp der Kokosnuss gewonnen. Man sieht hier oben noch die reifen Früchte. Und wenn die aufgebrochen werden, da sitzt eben die eigentliche Nuss, die man kennt, aus dem LEH drin. Daraus werden folgende Produkte hergestellt. Die Kokosfasern, die werden aber eigentlich meistens am Ort des Bedarfs mehr gebraucht. Das Kokosmark, was der Feinbestandteil zwischen den Fasern ist, der wird hauptsächlich eingesetzt. Oder die Kokoschips, was eben ja die ganze Hülle quasi gebrochen, gequatscht oder wie auch ähnliches ist. Ja, wie wird Kokos hergestellt? Erstens mal, man sieht es hier oben, das Fruchtgehäuse muss erstmal für ein paar Wochen, 6 Wochen in der Regel, gelagert werden. Man nennt das ein Aging. Da werden spezielle Stoffe abgebaut, die eben dann die bei der mechanischen Abtrennung der Kokosfasern, man nennt das Auskämmen eben, das wird einem einfacher, wenn ich das länger lagere. Wenn ich das Kokosmark gewonnen habe, dann wird das hier auf diesen großen Flächen ausgebreitet und man höre und sage, wirklich mit Süßwasser durchspült, um Salze rauszukriegen. Vor allen Dingen Kalium und Natrium, die sich gerne an den Kokospartikeln anlagern, müssen ausgespült werden. Auch wir verwenden nur gewaschenes Kokosmark. Das ist sehr wichtig. Also muss man im Hinterkopf haben, wenn man weiß, okay, was gibt es für Ausgangsstoffe, was gibt es für Zusätze, wo sind denn die Vor- und Nachteile? Ganz klar hier Süßwasserverbrauch in Regionen, wo eigentlich wenig Süßwasser vorhanden ist. Was macht denn das Kokosmark als Ausgangsstoff oder als Zusatz, Stoffersatz, wie man das auch immer bezeichnen will, wichtig? Ja, er hat einen relativ niedrigen pH-Wert zwischen 4 und 5,5. Das ist schon im pflanzenbaulich guten Bereich. Er hat eine sehr hohe Wasserkapazität. Er hat eine hohe Strukturstabilität, heißt, er zersetzt sich möglichst wenig, weil er wenig belebt ist. Und er hat eine gute Wiederbenetzbarkeit. Risiken und Nebenwirkungen ist teilweise Natrium- und Chloridgehalte sehr hoch, Verbrauch von Süßwasser und weite Transportwege. Noch ein weiterer Ausgangsstoff ist die Holzfaser. Da gibt es auch unterschiedliche Verfahren, wie man die gewinnt. Auf jeden Fall durch mechanisch-thermische Auffaserung von Holzhackschnitzel aus der holzverarbeitenden Industrie. Wichtig hier ist immer, dass es Nadelholz ist, weil Nadelholz beispielsweise weniger Gerbstoff enthält, als es das Laubholz täte. Was hier wichtig ist, dass die Holzfaser auf jeden Fall mit Stickstoff imprägniert ist. Man kann sowohl mineralischen Stickstoffdünger nehmen als auch organischen. Und nur muss man dann wissen, dass eben dann die Biotauglichkeit der Holzfaser nicht mehr gegeben wäre, wenn sie mineralisch aufgedüngt wäre mit Stickstoff. Teilweise werden Färbemittel hinzugegeben, um eben die Farbe oder das erdähnliche Aussehen von torfreduzierten oder torffreien Erden beizubehalten. Wir verwenden nur gütergesicherte Holzfaser nach RAL GZ 250-5-1. Ja, was hat die Holzfaser für Eigenschaften? Sie hat einen relativ niedrigen pH-Wert. Was besonders günstig ist, der niedrige Salzgehalt. Als Zugabe zu salzreichen Stoffen wie Kompost beispielsweise ist sie sehr gut geeignet. Sie hat niedrige Nährstoffgehalte, ist auch wieder günstig für die Beimischung in torffreien Erden. Eine sehr hohe Luftkapazität. Nachteil, sie hat eine geringe Wasserkapazität, aber sie ist gut wiederbenetzbar. Nebenwirkungen könnten sein, dass eben in holzfaserreichen Blumenerden, Substraten, wenn der Beim nicht rechtzeitig nachdüngt, eben eine schnelle Stickstoffimmobilisierung, also wieder Verbrauch von Stickstoff durch die Mikroorganismen, der Pflanze nicht mehr zur Verfügung steht, eintritt. Und was noch passieren kann, dass sie schrumpft oder sagt, also das Volumen quasi im Topf dann abnimmt. Grünschnittkompost, das kennt jeder. Was ist das? Das ist mikrobiell umgesetzte organische Substanz. Auch wichtig beim Grünschnittkompost ist eben, dass er vollkommen durchgerottet ist. Ich habe das gerade beschrieben, das ist der Rottegrad 5. Man sieht hier auch die Mieten, die hier liegen und wie schön das dampft. Also da wird alles umgesetzt. Ja, was hat der Grünschnittkompost für Eigenschaften? Relativ hohen pH-Wert, der Salzgehalt ist in der Regel sehr hoch. Wir haben hier ein ungünstiges Nährstoffverhältnis und zwar haben wir wenig Stickstoff, aber viel Phosphat und sehr viel Kalium. Außerdem hat sie eine geringe Luft- und Wasserkapazität, relativ schwer ist er. Was gut ist, er puffert gut und bringt mir eine mikrobielle Belebung in das Substrat, was ich benötige, wenn ich beispielsweise ein organisch aufgedünntes
organisch aufgedüngte Erde halt, wo ich die Nährstoffe freisetzen möchte. Nebenwirkungen und Risiken, ja, schwankende Eigenschaften, ne, habe ich mal mehr holziges Material dabei oder habe ich jetzt mehr ja, Grünschnitt dabei, dann sind natürlich auch die Nährstoffgehalte unterschiedlich. Also das muss man auch im Auge behalten. Es ist kein konstanter Rohstoff, er ist nicht homogen, sondern jahreszeitlich schwankend. Ne? Und deswegen müssen wir das auch immer ja, beurteilen, unter Kontrolle halten, Gefahren auch hier regelmäßig in unsere Werke ziehen da Proben, untersuchen die in unserem Labor, um einfach da die Qualität hochzuhalten. Ja, was ist nächster Stoff? Ist der Rindenhumus, das ist quasi kompostierte Nadelholzrinde, wo auch hier Stickstoffdünger hinzugegeben wird. Eigenschaften sind etwas weniger im Salzgehalt als der Kompost. Hat nicht eine ganz so gute Wasserkapazität zwar, aber hat ein hohes Volumengewicht. Und auch er bringt mir eine mikrobielle Belebung. Das heißt, auch der ist wichtig für ja, organisch aufgedüngte Blumenerden, dass ich da eben Freisetzung von Stickstoff habe. Und Nachteil hier ist, wenn der nicht mit Stickstoff behandelt wurde, dann fixiert er mir auch hier den Stickstoff. Kommen wir zum Perlite. Das ist nicht, wie man ursprünglich denkt, Styropor, sondern ja, das Ausgangsgestein ist ein Vulkangestein, das schimpft sich Perlit. Und das wird in ja, Perlitöfen, nennt man die, gebrannt. Und wie wir alle wissen, enthalten ja auch Gesteine oder Mineralien ja auch, man nennt das Kristallwasser, also gebundenes Wasser, das natürlich dann expandiert. Und wenn das Ganze expandiert, dann poppt das so auf wie Popcorn. So, was sind die Eigenschaften von Perlit? Ja, Perlit hat einen geringen Salzgehalt, also eigentlich gar keinen Salzgehalt, ist relativ pH-neutral, bringt mir eine gute Luftkapazität. Also wenn ich es in torfreduzierte, torfhaltige, torffreie Erden einmische, habe ich eine gute Drainagewirkung, was vielleicht von Nachteil ist, er hat keine Pufferkapazität. Also wenn ich in Erden, die viel Perlite enthalten, mich mal mit der Düngung verrechnet habe, dann spürt das die Pflanze auch schnell, weil es eben keine Möglichkeit hat, diese Nährstofffracht, die auf einmal reinkommt, irgendwie abzufedern, wie das zum Beispiel andere, in der Regel organische Komponenten könnten. Ja, dann kommen wir noch mal ganz kurz zu den Düngern. Ich will da nicht zu lange drauf eingehen, weil der Kollege und Kompo möglicherweise darauf eingeht. Was wichtig ist, ist die Einteilung. Man muss wissen, es gibt mineralische, es gibt organisch-mineralische und organische Dünger. Bei den mineralischen Düngern ist es so, dass sie in der Regel sofort pflanzenverfügbar sind, weil sie auch meistens voll wasserlöslich sind. Also sind sie sofort verfügbar. Bei den organisch-mineralischen ist es so, dass es man kann es als mittelfristig verfügbar bezeichnen. Wir haben die mineralische Komponente, die möglicherweise relativ zügig verfügbar ist und die organische Komponente, die eben erst durch Mikroorganismen umgewandelt werden muss. Und dann haben wir die langfristigen verfügbaren Dünger. Das sind die organischen Dünger, wie zum Beispiel Horn. Die müssen erst durch Mikroorganismen ja, in pflanzenverfügbare Form umgewandelt werden. Dann möchte ich mal auf die Dünger eingehen, die wir so einsetzen, und besondere Dünger der Floragard Vertriebs GmbH, weil wir sie entweder selbst für uns hergestellt werden oder sie einfach ja besonders wichtig für unsere Produktlinien sind. Das ist einmal das PGMX 18-10-20, das ist ein Substratdünger, den wir auch in den meisten konventionell produzierten Blumenerden einsetzen, aber beispielsweise auch vor allen Dingen in Substraten. Und dieses 18-10-20 heißt ja nichts anderes, als dass es 18% Stickstoff enthält, dieser Dünger 10% Phosphat, 20 Kalium. Unser Argument war einfach damals, ja, reduziertes Phosphatgehalte, weil Phosphat ja auch ein endlicher Rohstoff ist, dafür erhöhte Stickstoffgehalte, sodass wir sagen können, mit einem anderen Dünger verglichen, bei gleichem Salzgehalt eben mehr Stickstoff, weniger Salzstoff für die Pflanze. Dann haben wir noch ein Dünger, das ist ein organisch-mineralischer Dünger, der heißt Flora Biomix, ist ein eigen für uns hergestellter Substrat- und Blumenerdendünger, der im Biobereich Verwendung findet. Vorteil hier, durch eine spezielle Vorbehandlung sind hier trotz dessen, dass es hier organischer Stickstoff vorliegt, relativ zügig pflanzenverfügbarer Stickstoff da.
Flora Vegimix. Das ist ein organisch-mineralischer Dünger auf pflanzlicher Basis, also vegan, deswegen Vegimix. Den setzen wir hauptsächlich bei uns in unseren Blumenerden ein, in der Biolinie. Dann gibt es noch das Flora Spur. Das ist ein Spurnährstoffdünger auf Chelatbasis. Die Leute, die vielleicht nicht wissen, was das ist, ein Chelat ist ein organisches Molekül, das die Ionen, zum Beispiel Eisen, festhält und vor Ausfällung schützt. Und dann haben wir noch, also Ausfällung, mit Ausfällung meine ich, wenn es zum Beispiel beweglich im Boden wäre und es könnte sich mit Phosphat zu schwerlöslichem Eisenphosphat verbinden, wird das durch das Eisenchelat oder als Chelat wird das eben verhindert und kann aber trotzdem von der Pflanze aufgenommen werden. Dann haben wir noch umhüllte Langzeitdünger. Da gibt es verschiedene Laufzeiten und Typen. Das sind einfach Mineralsalze, die von einer Kunstharzhülle umhüllt sind. Diese Kunstharzhülle hat unterschiedlich feine Kanälchen, nenne ich es jetzt mal. Und wenn die dann in die Blumenerde eingemischt werden mit der Feuchtigkeit, die Feuchtigkeit wandert quasi in das Salz, hygroskopisch. Das Salz löst sich langsam und kann dann rauskommen. Da gibt es verschiedene Monatstypen. So, dann gibt es noch Tone. Das sind auch sogenannte Zusätze. Was bewirken Tone? Sie puffern einfach ungünstige Bedingungen ab, wie zum Beispiel hartes Gießwasser, weiches Gießwasser, salzreiches Gießwasser und so weiter und so weiter. Hier haben wir drei verschiedene Typen. Einmal das Tongranulat, dann haben wir ist das Grobste, was wir einsetzen. Im Profigartenbau verwendet dann das feinere Bentonit und unseren Feuchtton oder Naturton bezeichnet. Und die bringen mir eben eine Kultursicherheit. Weitere Eigenschaften, und dann haben wir noch das Netzmittel. Ich will kurz das Wirkungsprinzip eines Netzmittels erklären. Netzmittel ist nichts anderes als ein Tensid. Es bricht die Oberflächenspannung des Wassers, wie es Seife tut, und sorgt dann dafür, dass eben dann das Wasser auch von sehr trockener Erde, sehr trockenem Torf aufgenommen werden kann. Hier mal ein Video zur Herstellung von Erden, wie Erden hergestellt wirken aus einem unserer Werke. Wir konnten hier sehen quasi, wie vom Radlader der Rohstoff in den Bunker quasi über das Band dann, die Zugabe der Zusätze bis zur Mischtrommel, bis zur Abfüllung, konnten wir dann quasi alles sehen. Und ich habe hier noch, wer interessiert ist, noch weiteres an Quellen, an guten Links. Einmal können Sie bei uns www.floragard.de verschiedenste Tipps zur Pflanzenverwendung, Pflanzenpflege und sowas finden. Sie können unsere Produkte an sich anschauen oder bestellen oder weitere Informationen holen. Dann für Interessierte, die sich auch dafür interessieren, was gibt es an Torfalternativen? Wie sind da die Verfügbarkeiten, die Mengen? Welche Eigenschaften weisen diese Stoffe auf und so weiter? Sollte auf www.erden-substrat.info gehen. Oder was auch ein sehr toller Link ist oder eine sehr tolle Informationsquelle, ist eben das Substratbuch vom Industrieverband Garten. Da finden Sie wirklich alles, was Sie zum Thema Blumenerden, Kultursubstrate wissen, von Gesetzen, Normen, Untersuchungsmethoden, Eigenschaften der Stoffe. Also das ist wirklich ein Riesen, nutze ich täglich noch, Rieseninformationsquelle. So, dann wollen wir noch mal ganz kurz auf Erden und ihre Anwendungsbereiche eingehen. Aus meiner Sicht gibt es im Hobbybereich folgende Anwendungsbereiche, also die Anzucht von Kräutern, die Aussaat von Zierpflanzen, das Gewinnen von Stecklingen oder das Bewurzeln von Stecklingen, dann das Thema Balkon und Terrasse, also alles, was mache ich auf
Kübelpflanzen, Erde oder vielleicht doch mit Balkonerde. Dann das Thema Hochbeet und Gewächshaus. Das Thema Rasen nimmt immer mehr oder gewinnt immer mehr an Bedeutung. Dann haben wir noch das Thema Pflanzen und Bodenverbesserung. Und der Indoor-Bereich deckt ja auch ein weites Produktportfolio ab. Ja, bei Anzucht ist es eben wichtig, ich zeige hier mal die Bioerde aromatisch, dass sie möglichst eine feine Erde haben, weil sie ja in der Regel in kleinen Gefäßen aussehen oder anziehen, bewurzeln. Die Erde sollte möglichst ja viel Wasser speichern, damit sie ihre Steckle eben nicht so schnell abtrocknen oder ihr Saatgut nicht so schnell abtrocknet. Und ja, die Aufdüngung sollte eher gering sein, um eben durch sonst vorhandenen Salzstress eben das Bewurzeln oder Einwurzeln, / das Keimen nicht zu erschweren. Dann haben wir das Thema Balkon und Terrasse. Auch hier haben wir natürlich verschiedene Möglichkeiten. Habe ich hier einen ganz einfachen Balkonkasten bepflanzt, der einfach dann zum Saisonende entsorgt werden soll. Da ist das nicht so wichtig, aber habe ich zum Beispiel einen schönen Oleander, eine schöne Olive oder Ähnliches, was wirklich lange in meinem Kübel erhalten werden soll, muss ich möglichst hier auf strukturstabile Erden zurückgreifen. Auch hier haben wir viele Erden mit hohem mineralischen Anteil, die sich dann dafür eignen würden. Ja, Hochbeet und Gewächshaus. Hier geht es ja häufig um Anzucht von Nahrungsmitteln, Gemüse, Obst. Vielen Leuten ist sehr wichtig, dass das ja ökologisch passiert. Von daher haben wir hier ja mit unserer Hochbeet- und Gewächshauserde eine ja für den ökologischen Landbau geeignete Erde mit Kompost, Holzfasern und organisch-mineralischen Düngern, die eben dafür zu empfehlen wären. Ja, beim Thema Rasen ist vielen Leuten auch wichtig, muss man natürlich unterscheiden zwischen Rasenneuanlage oder Ausbesserung von Fehlstellen, Aerifizierung und so weiter. Auch hier haben wir diverse Erden, die sich dafür eignen. Beispielsweise ein 4-in-1 Rasenfit mit einem speziellen Mikroorganismus, der eben helfen soll, die Pflanzenwurzeln vitaler zu halten und eben schneller und besser einzuwurzeln. Dann haben wir das Thema Pflanzung und Bodenverbesserung. Auch hier ist es so, dass in der Regel die Böden stark mineralisch sind. Hier sollte man auf eine, ja, auf eine Erde oder auf einen Erdtyp zurückgreifen, der eben einen hohen Anteil organischer Substanz aufweist und das anschließend schön in die Erde dann einarbeiten kann. Der Bereich Indoor, das ist relativ breit gefächert. Wir haben hier von der Orchideenerde, die möglichst luftig sein soll, Kokoschips besteht größtenteils oder Pinienrinde, bis zur einfachen Blumenerde und zur ja, Grün- und Palmpflanzenerde, die halt ein bisschen ja, mineralischen Anteil noch hat, um eben da eine gute Drainage zu gewährleisten. Das waren die Anwendungsbereiche und das war soweit mein Vortrag. Danke Ihnen fürs Zuhören und hoffe jetzt auf zahlreiche Fragen. Ja, vielen Dank, Herr Verhaag. Das war schon wirklich eine Fülle von Informationen, die Sie uns da um die Ohren gehauen haben. Wenn Sie sich jetzt entspannt zurücklehnen, dann kennen Sie die ganzen Fragen nicht, die jetzt hier aufgelaufen sind bei mir und meiner Kollegin Frau Richter. Ich würde einmal kurz vorweggehen mit einer Frage. Ja. Wir haben ziemlich am Anfang nochmal die Frage, wenn ich rein biologischen Anbau betreiben muss, worauf muss ich achten, welche Merkmale sollte eine Erde haben? Also ich kann natürlich dann gucken, hat sie ein Bio-Siegel und so weiter und so fort, dann ist er natürlich irgendwie torffrei. Vielleicht können Sie das ja nochmal ein bisschen näher erläutern, auch ob sie zugelassen ist, zum Beispiel für den ökologischen Landbau. Also unsere Erden, die für den Bio-Landbau zugelassen sind, nach EU-Bio alle zugelassen. Wie ich schon gerade gesagt habe, man muss unterscheiden, das wissen viele Leute gar nicht. Also Bio wird immer in einen Topf geworfen, aber wir haben natürlich international, da greift EU-Bio, das ist ziemlich, ich sage mal, lasch gehalten. Und dann gibt es die nationalen Verbände. Da haben wir Demeter, da haben wir Naturland, da haben wir Bioland. Und wenn wir wissen wollen, nach welchen Kriterien eigentlich, ne, dann in der Regel für den Hobbygartenbau greift EU und dementsprechend kann ich da in die EU-Verordnung gucken. Da finde ich alle Stoffe und Zusätze, die eben erlaubt sind. Wenn ich aber jetzt weiterdenke und ich sage, ich möchte aber jetzt eine Bioland-Rezeptur haben, dann muss ich da in die Statute gucken. Auch da gibt es Betriebsmittellisten, wo genau drinsteht, welche Dünger eben erlaubt sind oder welche nicht erlaubt sind oder welcher Torfersatz geleistet werden muss. Ich weiß, dass Demeter-Kompost zum Beispiel, da muss auch ein spezieller Kompost hergestellt werden. Also Demeter verlangt, dass dieser Kompost mit einem Präparat behandelt ist, was, ich sage mal übertrieben gesagt, bei Vollmond tanzend darüber ausgebracht wird. Und nur wenn dieser Kompost verwendet wird, dann wäre das Substrat Demeter-tauglich.
Oder Bioland beispielsweise, da darf kein Knochenmehl drin sein als Dünger, als Phosphatdünger. Das ist eigentlich das ist nicht so ganz einfach zu beantworten. Also da muss man wirklich reingucken, was will man? Will man nach ökologischen Kriterien nach EU? Ja, aber das ist nicht so streng wie Demeter, nationaler Verband. Genau. Sie sehen, die Antwort ist nicht so einfach, aber wenn man sich nach den Bio-Siegeln orientiert, vielleicht auch nochmal guckt, ist es zusätzlich noch rohrfrei, dann hat man schon mal eine gute Orientierung. Ich mache jetzt einfach schon mal weiter mit ein, zwei Fragen. Wo auch ein, zwei Nachfragen kamen, war die Färbung von den Holzfasern. Ja. Das hatte ich auch schon mitbekommen, dass es viel nicht bekannt ist. Das machen ja alle Hersteller so. Können Sie mal erzählen, mit was ist das gefärbt? Bekomme ich Erde auch ohne Färbemittel? Ob Sie das vielleicht nochmal näher ausführen können? Also wir färben unsere Erden nicht, aus folgenden Gründen. Einmal, wir haben es versucht mit Schwarztorf. Ne, das funktioniert auch gut, aber wenn wir dann an eine torfreie Erde denken, müssten wir ja ehrlich sein, auch wenn es nur in Spuren vorhanden wäre, wäre es ja nicht mehr torffrei. So, was Zweites, was auch noch funktioniert, ist Xylit. Ich weiß nicht, das habe ich jetzt auch nicht vorgestellt. Ist ein Stoff, der halt aus dem Braunkohletagebau kommt. Das ist einfach Holz, was nicht vollständig verkohlt wurde. Also ein Mittelding zwischen Holz und Kohle. Das funktioniert sehr gut. Auch Xylit ist auch ein super Ausgangsstoff, den ich auch wirklich gerne weiter bei uns hätte, weil er eben salzarm ist, pH-neutral ist, strukturstabil ist, weil er eben aus Tiefen kommt, wo kein Leben mehr möglich ist und auch nicht besiedelt ist. Aber der Braunkohletagebau stirbt aus, das wissen wir, und dementsprechend ist dieses Produkt nicht mehr verfügbar. Es gibt mit Sicherheit noch mehrere Möglichkeiten, wie man das färben kann, aber ich weiß sonst keine. Also diese zwei haben wir das gemacht. Was sonst verwendet wird, ob das mit vielleicht ganz fein vermahlenem Rindenhumus geht, das kann ich jetzt nicht beantworten. Ich vermute das. Mhm. Eine klassische Frage ist auch, die auch wieder jetzt aufgeploppt ist. Wie lange ist Erde haltbar? Wo lagere ich angebrochene Säcke? Mache ich, wenn die Erde nicht mehr haltbar ist? Also die Frage kann man auch nicht beantworten, weil auch Erde ist ein belebtes System. Ich habe es erklärt, da leben Pilze drin, Bakterien und so weiter, die zersetzen organische Substanz. Da wird Stickstoff frei, teilweise wird er fixiert. Was immer zu empfehlen ist, möglichst dunkel, kühl und trocken lagern, möglichst zeitnah verwenden. Und wenn Sie die Erde dann oder Bedenken haben, dass Ihre Erde nicht mehr gut ist, in den Gartenboden einarbeiten, geht immer. Denn das Einzige, was sich verändert, ist, dass die Nährstoffgehalte zurückgehen, dass der pH-Wert sich leicht verändert. Aber es entsteht nichts Gefährliches für die Pflanze oder so, sondern es ist wirklich nur, dass die Nährstoffgehalte und der pH-Wert sich verändern. Aber zumindest die Anzuchterde sollte ich zumindest verschlossen lagern, damit sie noch länger als ein Jahr haltbar ist. Genau. Also ich sehe ja da keine Schwierigkeiten, eine Anzuchterde auch im nächsten Jahr nochmal zu verwenden, weil, wie gesagt, nährstoffarm ist eigentlich von Vorteil, weil eben dann auch die Pflanze macht Wurzeln, die Wurzeln wollen ja Nährstoffe, die suchen die Nährstoffe. Man sagt, wenn man da weniger Dünger drin hat, dass eben die Bewurzelung besser ist aus dem Grund. Und Klassiker ist immer, wie so oft sollte ich Erde für Kübelpflanzen austauschen, zum Beispiel bei Oleander? Also wenn Sie regelmäßig nachdüngen und kaum Sackungsverluste haben, dann würde ich die alle 2 bis 3 Jahre, je nach Entwicklung, Sie müssen sich auch die Pflanze selber an sich angucken. Also eine Pflanze entwickelt oberirdisch ja Triebe und die muss ja unterirdisch sich damit festhalten. Das heißt, oberirdisch viel Wachstum heißt auch, die macht viel Wurzeln. Dementsprechend soll ich dann auch darauf gucken, dass ich öfters umtopfe. Wenn sie aber wenig Wurzelwachstum macht, weil sie eben auch wenig oberflächlich, wenig Substanz bildet, dann kann ich das auch ein Jahr später machen. Ja. Okay, Gabi, dann würde ich erstmal an dich weitergeben. Du hast bestimmt auch nochmal eine große Liste an Fragen. Ja, ich habe hier ordentlich gesammelt im Laufe des Vortrags. Da kamen so nach und nach die Fragen rein. Fange ich mal mit der ersten an. Arbeitet Floragard in seinen Erden bereits mit Sphagnummoos als Torfersatz? Also lebendes Sphagnummoos praktisch? Ja, das wäre schön, aber die Mengen sind gar nicht da. Also man ist da am Versuchen und das ist auch ein toller Stoff. Wir haben ihn auch schon getestet, funktioniert auch einwandfrei, aber auch da sind nicht die Mengen, das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Also nein.
Okay, also sind das praktisch Versuche, die eben laufen und wäre genau, das für die Zukunft eine Option, da praktisch Produktionsflächen dann zu kultivieren oder ist es im Moment nicht so angedacht? Definitiv. Okay. Ja, man muss nur wissen, dass ein Sphagnum-Torfmoos im Moor, dass man sagt, ein Millimeter pro Jahr wächst das. Jetzt können Sie sich ja ausrechnen lassen, um eine gewisse Menge zusammenzukriegen. Jo. Schwierig. Ja. Also da kann man vielleicht noch mal ganz kurz erklären. Das ist ein ich glaube, Pauli-Kulturen heißt das. Es geht darum, dass man Torfmoose quasi künstlich wie eine normale Feldfrucht auf ehemaligen Moorböden kultiviert. Das sind Projekte, zum Beispiel Uni Greifswald macht da relativ viel, die dann gesponsert werden auch vom Bundesamt für Naturschutz und wo man dann halt versucht, irgendwie quasi Torf selbst anzubauen. Ich verkürze es mal ganz stark mit diesen speziellen Moosen. Da gibt es interessante Pilotprojekte, aber das ist halt noch nicht wirklich in der breiten Masse rübergekommen. Das Wenn ich da kurz noch sagen darf, dass wir da auch aktiv sind, eines unserer Werke, da ist die Frau Silke Kumar, vielleicht schon mal gehört den Namen, die ist da sehr aktiv und die macht da auch ordentlich mit. Also da sind wir schon dran beteiligt. Mhm. Zumindest an der Forschung. Okay. Und dann die nächste Frage zu einem anderen Stoff. Und zwar haben Sie Erfahrung mit Reishöhlen als Alternative zum Beispiel für Perlite? Ja, also seitdem ich bei Floragard bin, arbeiten wir nicht mit Reisstelzen. Ja, das gab da mal Probleme. Man sagt da entstehen Phenole, sagt man. Das sind so Stoffe, die viele Pflanzenfamilien nicht vertragen. Aus dem Grunde hat sich das wahrscheinlich auch nicht durchgesetzt. Also seitdem ich bei Floragard bin, arbeiten wir nicht mit Reisstelzen. Ich kenne aber Wettbewerber, die arbeiten wohl damit. Okay. Frage auch beantwortet. Dann kommt noch eine dritte Frage. Welche zusätzlichen Düngemittelzusätze können bei der Anmischung einer eigenen Erde eingesetzt werden, um eine gute Nährstoffversorgung mit Stickstoff, Phosphor und Kalium zu erreichen? Insbesondere, also hier bei der Frage ist insbesondere die Phosphorquelle für den Fragestellenden interessant. Ja, was möchte er denn nach ökologischen Kriterien seine Erde haben oder ist das egal? Klingt jetzt für mich nach ökologisch. Da hilft beispielsweise Knochenmehl. Okay. Knochenmehl ist ein ziemlich guter Phosphatdünger. Ich weiß halt nur nicht, wie das im Hobbybereich ist, ob das auch im Gartencenter verfügbar ist. Aber das wäre aus meiner Sicht die beste Phosphatquelle. So als Stickstoffquelle kann er in der Regel immer Horn nehmen, Hornprodukte, entweder Hornspäne, Horngrieß, Hornmehl. Je nach Freisetzungsverhalten, also das Hornmehl ist aufgrund der hohen Oberfläche natürlich schneller verfügbar. Ich weiß nicht, was er möchte. Oder länger verfügbar, muss er das entsprechend einmischen. Oder als Kaliumquelle zum Beispiel wie Nasse. Ja. Aber in der Regel sind in den meisten Gartencentern organisch-mineralische NPK-Dünger vorhanden. Und wenn man jetzt keine tierischen Ausgangsprodukte nehmen möchte als Phosphat oder Phosphorquelle, haben Sie da noch einen Tipp? Dann fällt mir jetzt gerade nichts ein. Also keine tierische Phosphatquelle und auch noch ökologischer Landbau, dann wird es schwierig. Wenn ökologischer Landbau nicht wichtig ist, dann super Triple-Phosphat oder Triple-Phosphat. Okay, das wäre dann eben eine mineralische Phosphatquelle dann. Genau. Okay. Wird aber chemisch aufgeschlossen und deswegen, also wie gesagt, nochmal der Hinweis, also mineralisch heißt nicht, dass es nicht für den ökologischen Landbau zugelassen ist. Es darf nur nicht synthetisch mineralisch hergestellt werden oder zumindest aufgeschlossen werden durch Säuren oder Beispiel. Dann ist es auch nicht erlaubt. Aber ein Mineral, zum Beispiel Kieserit, das ist Kaliumsulfat, das ist ein reines Mineral. Das wird auch nicht aufgeschlossen, sondern es wird einfach nur vermahlen und also mechanisch behandelt und dementsprechend ist das wieder erlaubt. Okay. So, dann komme ich gleich zur nächsten Frage. Sie sagten vorhin ganz am Anfang mal, dass im Substrat, also wenn Sie das aufdüngen, relativ wenig Kalium reinkommt. So hatte das zumindest ein Zuhörer verstanden. Wenn es jetzt um den PG-Mix geht, dann habe ich von Phosphat geredet.
Okay, dann ist es vielleicht falsch verstanden worden, weil also man hat ja immer die NPK-Menge angegeben und Kalium braucht man ja in relativ hoher Menge, denke ich. Ja, also ausgeglichen. Stickstoff-Kali sollte ungefähr ausgeglichen sein. Das hängt ein bisschen davon ab, was ist das für eine Pflanze? Ist die krautig oder ist die eher verholzend? Da muss man auch Unterschiede machen. Nur, wie gesagt, der Hintergrund mit dem Phosphat ist eben, Phosphat ist endlich. Und früher haben die Gärtner immer gesagt, klatsch mal drauf, hau mal drauf. Dann hat man gesagt, oh, wir müssen uns gucken, was machen wir mit dem ganzen Phosphat? Oder wie kriegen wir das ganze Phosphat noch? Und es gab vor ein paar Jahren einen Arbeitskreis, die haben sich damit beschäftigt. Die haben gesagt, pass auf, die Pflanzen kommen mit wesentlich weniger Phosphat zurecht, als früher mal angenommen wurde. Und es bringt sogar teilweise bessere Qualitäten, stabilere Pflanzen, kompaktere Pflanzen eben. Na, also ist es da günstiger, wenn man Phosphor ein bisschen reduziert. Okay. Das ist der Hintergrund, warum wir gesagt haben, 18, 10, 20, Stickstoff erhöhen, Phosphat reduzieren. Und man hört ja auch immer, dass es in Gartenböden oft schon reichlich vorhanden ist, dass es sich Weise anreichert dann. Ne? Die meisten Gartenböden sind eigentlich noch überdüngt, würde ich fast sagen. Also ich würde Gartenböden sowieso wenig düngen. Und wenn, dann müsste man mal wirklich eine Analyse machen lassen. Okay. So, dann komme ich zur nächsten Frage. Wie verhalten sich beigemischte, umhüllte Langzeit- oder Depotdünger, wenn das Substrat lange im Sack bleibt? Also nochmal eine Frage so zur Lagerung, Lagerfähigkeit. Ja, auch da ist es so, dass natürlich über die Restfeuchte, die so eine Blumenerde hat, die dringt in diese Körner ein, ne, auf osmotische Weise, dann wird das gelöst und das diffundiert, sagt man, peu à peu raus. So, die Angaben, die die Hersteller machen, die sind immer bezogen auf eine Referenztemperatur von 21 Grad. Also wenn ein 6-Monats-Dünger, ein 6-Monats-Dünger gibt seine ganzen Nährstoffe innerhalb von 6 Monaten ab, wenn die Temperaturen im Schnitt bei 21 Grad sind. Es ist auch hier nicht statisch, sondern dynamisch. Nehmen die Temperaturen zu, wird diese Reaktion beschleunigt und das geht schneller. Bei tieferen Temperaturen dauert es eben langsamer. Was man aber sagen kann, es reichert sich auf jeden Fall an. Ja. So. Aber gleichzeitig muss man auch wieder sagen, wenn die Erde zu alt ist, baut sich das auch teilweise wieder ab durch die Mikroorganismen. Das ist, wenn man sich da unsicher ist, sollte man immer hingehen und die Erde in den Gartenboden einarbeiten. Da kann man nichts mit falsch machen. Ja, man hat keine Chance bei den Substratsäcken. Ist da irgendwie ein Abfülldatum drauf oder so? Nein. Also interne Codes beispielsweise, ist das bei uns üblich? Ich kann das lesen, dann was produziert wurde, aber es gibt da kein Verfahren für Blumenerden. Und wie gesagt, also aus meiner Sicht ist es am einfachsten, wenn ich mir angucke im Gartencenter, wie sind die Erden gelagert und in welchem Zustand sind die Verpackungen noch? Wenn die Verpackungen schon verblichen und porös sind, dann weiß ich, ich habe schon Beispiele gehabt, da hat jemand angerufen bei mir und wollte wissen, wie die Nährstoffgehalte von der Erde sind. Ich sage, die haben wir schon 2 Jahre gar nicht mehr. Die hat aber gerade erst den Baumarkt gekauft. Ja, kann ich da in so eine alte Ware gekauft. Das ist wirklich so. Ja. Also wir können ja nur Gewährleistung geben für das Produkt zum Zeitpunkt der Produktion, dass sich das chemisch verändert, dass sich das biologisch verändert, das können wir nicht mehr beeinflussen. Wir weisen unsere Kunden und auch die Gartencenter immer darauf hin, optimal lagern, dann habt ihr weniger Probleme. Jo. Aber auch da gibt es kein Rezept, ne? Also das ist so. Jede Erde ist unter. Nur Augen offen halten. In dem Zusammenhang habe ich mal den Tipp bekommen, einfach mal ein bisschen in den Fachhandel gehen, vielleicht noch in die Baumärkte, aber wenn es dann, ich sag mal, der Restpostenmarkt ist, wo irgendwie 100 Säcke Erde den Winter über gelagert haben, dann weiß ich nicht mehr, dann kann ich Glück haben, aber ich kriege meistens nicht die Qualität, die ich haben möchte. Ja, das ist wie gesagt schwierig. Es ist halt ein Naturprodukt und wenn man mal ehrlich ist, dann wird das jetzt mit den torfreduzierten, torffreien, organisch aufgedüngten Erden noch komplexer. Ja. Ja, weil da noch mehr Leben drin ist, ne, als vorher. Ja. Genau. Jetzt kommt noch eine spannende Frage. Wie sieht es aus mit
dem Nachschub für Holzfasern und andere Zuschlagstoffe. Es ist da ja im Moment eine recht große Konkurrenz auch am Markt. Also es werden ja viele von den Stoffen genutzt, auch im Erwerbsgartenbau und so. Gibt es da überhaupt genug Rohstoffe? Wie ja, das ist ja das große Problem, was ich versuche oder zu verstehen zu geben. Die Mengen in den Qualitäten aller Ausgangsstoffe, die es sonst noch gibt, außer Torf, die sind ja gar nicht da. Wenn wir den Hobbygartenbau, wenn wir den Profigartenbau damit versorgen wollen, mit den Qualitäten, die die brauchen, in den Mengen, kommen wir nicht hinterher. Es ist quasi überall eine Knappheit vorhanden. Unsere Werke, wenn ich ganz ehrlich bin, die kloppen sich fast um den Kompost. Es ist so, das ist ein rares Gut. Und selbst dann haben die manchmal noch halt solche Probleme mit Verunreinigungen. Das ist wirklich schwierig. Holz wird auch verarbeitet, dann sollte man aber auch wirklich Nadelholz nehmen. Es fällt, wie gesagt, immer was an, aber ich weiß nicht, ob wir die Mengen decken können. Das glaube ich nicht. Das ist noch spannend für die Zukunft dann, ja. Okay. Das ist ein Riesenprojekt für alle aus der Erdenbranche, da was zu finden, was man wirklich in den Mengen, in der Qualität, was auch pflanzenbaulich Sinn macht, kriegt. Ne? Also das ist schwierig. Herr Haag spricht da eine Thematik an, die auch in Fachkreisen groß diskutiert wird. Es gibt eine sogenannte Torfreduktionsstrategie der Bundesregierung aus dem Jahr 2019, in der der Wille bekundet wird, im Freizeitgartenbau in 6 bis 8 Jahren aus dem Torfbereich völlig auszusteigen. Und dann ist halt die große Frage, wo kommen die Rohstoffe her? Und das ist momentan wirklich eine große Dynamik, die es da am Markt gibt. Ja, und wenn man da mal an den Profigartenbau denkt, denken wir da mal an den Gemüsebau, denken wir da mal an die Presstopferden, jeder kennt sie vielleicht, brauchen einfach einen hohen Schwarzstoffanteil, weil sonst lassen sich die Erden nicht pressen. Also das ist das größte Problem. Gemüsebau, Presstopferden und dann torffrei oder torfreduziert, das wird schwierig. Ja, und dann hier noch eine Frage, das ist aber ja vielleicht auch Betriebsgeheimnis. Welche Phosphorquelle wird in den veganen Erden von Floragat verwendet? Das ist nochmal diese Frage Das ist kein Geheimnis, es ist Rohphosphat. Also ein mineralisches Phosphat, was dann eben zerkleinert wird. Genau, Rohphosphat, okay. Genau. Ja. So, ich wäre jetzt mit der... Ach nee, hier ist noch eine Frage. Was ist mit Pyrit als Abstreumittel bei Aussaaten? Haben Sie da Erfahrungen mit oder... Können Sie da was zu sagen? Das tut mir leid, da kann ich jetzt Pyrit. Mir sagt es auch gar nichts. Vermiculit vielleicht? Das könnte sein. Ich lese es hier nur und Pyrit ist doch eigentlich ein Gestein, so ein metallisch glänzendes, ne? Also ich kann mir nur vorstellen, dass die Frage so Vermiculite kommt. Vermiculit ist ja auch ein Mineral und jetzt wird zum Abstreuen beispielsweise zum Covern genommen. Beispielsweise bei Dunkelkeimern oder halt um die Feuchtigkeit zu halten. Kann man machen, ja. Ah, hier steht jetzt auch, Vermiculit war gemeint. Ja, jetzt kam noch die Ergänzung der Frage. Die Frage hatte ich jetzt auch, ob es dann Erden gibt, wo das enthalten ist, statt Perlite. Nein, wir setzen es nicht als Ausgangsstoff ein. Wir haben es aber wohl als Trägermaterial für unser Netzmittel. Weil wir haben beispielsweise Werke, die können das Netzmittel nicht flüssigen Wege einbringen und die kriegen dann dieses Vermiculit als quasi Trägerstoff mit dem Netzmittel und mischen das dann über Dosierer ein. Okay. Prima. Das ist auch ein sehr feines Material. Also ich bin auch nicht der Fan von Perlit, wenn ich ehrlich bin, sondern wenn ich auf irgendwas zurückgreifen würde aus dem mineralischen Bereich, dann würde ich irgendwas nehmen, was strukturstabiler ist. Und da ist zum Beispiel der BIMS wesentlich besser oder das Lava ist wesentlich besser. Ne? Perlite kann man so in der Hand zerreiben. Das bringt mir nichts an Strukturstabilität. Das ist meine Meinung. Oder gebrochener Bleton, das ist auch ein Thema. Ich habe auch noch ein paar Fragen, die auch teilweise, etwas, vielleicht schnell zu beantworten sind. Welche Mittel werden als Netzmittel für Torf verwendet, ohne dazu sehr auf die chemischen Details einzugehen? Und bekommt man diese Mittel als Privatperson? Nee, das kaufen wir zu. Und das kann ich nur sagen, ist ein anionisches Tensid. Mehr weiß ich auch nicht. Dementsprechend auch nicht für den ökologischen Landbau zulässig. Ne?
gibt es die Möglichkeit, Kokosmark, Kokosfasern in größeren Chargen zu kaufen. Konkret ist die Frage nach 120 Liter Säcken. Es gibt ja immer dieses Gepresste in kleineren Packungen. Gibt es wahrscheinlich vom Floragard nicht weiter. Nee, dann nicht, also von uns nicht, aber es ist im Internet. Einfach mal googeln, da gibt es ein großes Angebot. Ja. Noch ein Nachtrag zur Diskussion um die Phosphorquelle. Da kam auch der eine oder andere Hinweis auch zurecht. Wir haben immer noch unseren guten Kompost im Garten. Und wenn jemand meint, eigene Substrate anmischen zu wollen, was ja auch Sinn macht im Rahmen einer Kreislaufwirtschaft, dann kann man natürlich auch am besten auf Kompost zurückgreifen. Und ich denke, das ist dann natürlich ökologischer als alles andere. Also gebe ich Ihnen recht, wenn denn der Kompost auch fachgerecht und wirklich dann auch Kompost ist. Wenn ich mir angucke, was im Hobbygartenbau dann als Kompost bezeichnet wird, das ist dann halb verrottetes Material. Das ist für mich kein Kompost, sondern da müssen wirklich eben diese Rottestufe 5, das kann man über die Temperatur feststellen. Ich bin da jetzt nicht im Kompostwerk gewesen, aber ich weiß, dass man das im Verlauf der Miete über die Temperaturerhöhung und Abflachung dann sehen kann, wann Kompost kompostreif ist. Und wichtig ist eben, dass dieser Kompost wirklich auch diese Reife hat, weil auch eben durch die Temperaturen, die da entstehen, Krankheiten kaputt gehen, die möglicherweise da sind, und auch Unkrautsamen. Also ich würde davon abraten, halb verrotteten Kompost zu verwenden, um irgendwelche Substrate selbst zu mischen. Und wie verändern sich die chemischen Eigenschaften? Das kann die Person mit Sicherheit nicht abschätzen. Na, mit was mischst du das und was tue ich da hinzu? Welchen Dünger? Das halte ich für sehr gefährlich. Also. Ja, in der Tat. Also wir hatten ja jetzt auch bei unserem Kompostseminar, das wir für die Gartenfreundleser angeboten haben, ja auch mal gelernt, Kompost ist ausgewaschen nach eigentlich 3 Monaten. Das ist dann ja auch mal relativ überraschend, dass man ihn auch relativ schnell verarbeiten muss. Eine andere Frage ist, hier will man keinen Kompost selbst mischen, sondern ob Sammelbestellungen möglich sind in Größenordnung von ca. 250 Säcken torfreien Pflanzerden mit zum Beispiel 60 Liter Säcken. Ob es dann einen Mengenrabatt gibt, natürlich auch. Da wenden Sie sich am besten an unseren Marketingchef, der kann Ihnen da helfen. Nein, also wir haben einen Online-Shop, da schauen Sie mal nach und da kriegt man sowas. Ja. In solchen Mengen können wir auch Sonderpreise anbieten. Sonderpreise in solchen Mengen sind auch vorgesehen, habe ich gerade gehört von Kollegen. Jetzt bin ich nur Fachberater, kein Vertriebler. Jetzt wurde was gesagt, also schreiben Sie morgen alle an Floragard, jetzt haben Sie es gehört. Ja. Nein, aber mal gucken, ob sich das machen lässt. Nein, bei den Mengen schon, klar. Gut, jetzt gucke ich mal. Ich habe jetzt eigentlich keine weiteren konkreten Fragen. Ich habe eine übersehen, das ist eine lange Liste, die mir hier erscheint. Aber ich glaube, jetzt raucht uns auf allen wirklich relativ stark der Kopf. Es waren viele chemische Details, die sind wirklich in die Tiefe gegangen und ich fand, das war auch spannend. Auch wenn ich morgen wahrscheinlich immer noch nicht referieren kann, was Eisenchelat ist, aber das werde ich auch die nächsten 3 Jahre nicht mehr lernen. Der Zug ist abgefahren. Sehr schön.